Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Crazy Silvi und wir sind wieder beim Tüchlein und zwar bei Teil 4 von unserem Knit-Along. Teil 4 sieht so aus und ist auch gar nicht schwer zu stricken und wie das geht, zeige ich dir jetzt. So, hier seht ihr nochmal Teil 1, 2 und 3. Teil 1 war das, Teil 2 ging bis hierher und in Teil 3 haben wir die eine Seite fertig gemacht. Und jetzt geht's weiter mit der anderen Seite. Und dafür nehmen wir unsere stillgelegten Maschen wieder auf die Nadel. Und zwar auf der Seite. Und wir fangen jetzt hier auf der Seite an zu stricken. Ihr müsst überhaupt nicht beachten, was die Vorder- oder die Rückseite war. Das spielte nur am Anfang eine Rolle. Bei den Zunahmen hier, jetzt ist das völlig egal, denn beide Seiten sehen gleich aus. So, ihr startet also unten an der Spitze vom Tuch und nehmt einen neuen Faden. Ihr könnt jetzt hier eine Anfangsschlaufe machen und die am Ende mit der ersten Masche zusammenstricken oder ihr haltet euch einfach diesen Faden fest. So, dann stricken wir hier nur in der ersten Reihe die erste Masche und dann stricken wir noch 4 Maschen. 1, 2, 3 und 4. Zack. Dann wird umgedreht. Und dann wird wieder hier die Nadel reingestochen, der Faden ganz eng nach hinten gezogen und unsere restlichen Maschen wieder rechts gestrickt. So, die erste Masche hängt jetzt hier ein bisschen locker, weil ich die noch nicht fixiert habe. Das machen wir dann beim Vernähen. Die kann ich jetzt hier anziehen und damit ist dort alles gut. So, dann drehe ich wieder um. Erste Masche wieder abheben und jetzt rechte Maschen stricken bis zur Wendemasche. Da ist die Wendemasche. Dann die Wendemasche abstricken. Und noch 2 Maschen mehr. Kommt euch bestimmt bekannt vor, haben wir nämlich hier auf der anderen Seite auch schon gemacht. Und dann wieder erste Masche abheben, Faden ganz fest nach hinten ziehen, die Doppelmasche arbeiten und rechte Maschen bis zum Ende. So. Das sind schon unsere Wiederholungsreihen, also diese 2. Zeige sie euch nochmal. Erste abheben, rechte Maschen bis zur Wendemasche. So, die Wendemasche abstricken. Zack. Und 2 Maschen mehr stricken. Dann auf der Rückreihe. Erste Masche abheben und fest nach hinten anziehen. Und rechte Maschen bis zum Ende. So. Und auch das macht ihr hier bei der allerersten Wiederholung so lange, bis ihr 7 Krausrippen habt. Ich habe jetzt 3, 1, 2, 3. Wir müssen also noch 4 machen. Wenn ihr eure 7 Krausrippen hier habt, dann sehen wir uns hier wieder. So, ich habe meine 7 Krausrippen geschafft. Hier fangen wir an zu zählen, ne, weil das ist ja noch die durchgehende Krausrippe. Und hier sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und damit sind wir auch schon in der Lochreihe, die wir jetzt stricken. Dafür heben wir die erste ab, stricken die nächste, ein Umschlag, 2 Maschen rechts zusammen, ein Umschlag, 2 Maschen rechts zusammen, ein Umschlag, 2 rechts zusammen. Und das Ganze bis zur Wendemasche hin. So, und auch hier habe ich die letzten beiden Maschen vor der Wendemasche, die ich zusammenstricke. Dann der Umschlag und dann die Wendemasche abstricken und noch 2 Maschen mehr. So, die Rückreihe ist wie immer. Erste Masche zur Wendemasche machen und dann alle Maschen und Umschläge rechts stricken bis zum Ende der Reihe.
das haben wir geschafft. Und jetzt ketten wir wieder die ersten 9 Maschen ab. Also genauso wie hier auf der anderen Seite. Erste Masche abheben und jetzt abketten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. So, dann wieder die Maschen bis zur Wendemasche stricken. So, hoppala. Zack, Wendemasche stricken, 2 Maschen rechts und dann umdrehen. Erste Masche zur Wendemasche machen und rechte Maschen bis zum Ende. Und dann strickt ihr jetzt hier wieder 8 Krausrippen. Also genauso, wie wir das bei Teil 2 auch schon gemacht haben. 8 Krausrippen, nach 8 Krausrippen kommt wieder die Lochreihe. Nach der Lochreihe wird wieder abgekettet. Und das Ganze macht ihr so weit, wie wir das auch hier schon in Teil 2 gemacht haben, bis ihr hier alle Maschen aufgebraucht habt. Wenn ihr hier bei der letzten Masche angekommen seid, wird die nicht zur Wendemasche gemacht, sondern die wird dann einfach nur gestrickt und in der nächsten Reihe abgehoben. Das garantiert euch hier diese schöne durchgehende Kante, auch auf dieser Seite. Das muss ich euch jetzt, glaube ich, nicht nochmal zeigen, denn das haben wir hier alles bei Teil 2 schon einmal komplett gemacht. Und da beide Seiten gleich aussehen, seht ihr da auch keinen Unterschied. Also ihr macht das jetzt hier, bis alle Maschen aufgebraucht sind und dann seid ihr mit Teil 4 schon fertig und dann sehen wir uns im nächsten Video zu Teil 5 wieder. So, ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch ein Däumchen nach oben da, empfehlt mich gerne weiter und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Das verpasst ihr natürlich nicht, wenn ihr den Kanal abonniert.